Leute, und willkommen zum 10. Video unserer Skandinavienreise. Ich stehe jetzt hier in Kautokeino, das ist samisches Kerngebiet, ganz im Norden von Norwegen, kurz vor der finnischen Grenze. Stichwort Finnland, da möchte ich morgen hin. Ob das in Pandemiezeiten mit dem Grenzübertritt klappt, werden wir sehen. Auf jeden Fall möchte ich morgen gerne durch Finnland durch bis zur schwedischen Grenze und möchte dann anschließend in die großen Nationalparks ganz im Norden von Schweden. Also schauen wir mal. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid. Auf geht's! Wie eben gesagt, das ist Kautokeino, eine typische samische Streusiedlung ohne klaren Dorfkern. Ja, und hier leben über 3000 Menschen und noch dazu über 100.000 Rentiere, die hier frei herumlaufen. Die Hauptattraktion dieses Ortes ist Jules Silberschmiede. Und in diesem wirklich sehr schönen und sehr speziellen Haus findet man alle typischen samischen Silberwaren. Es gibt aber auch noch eine orientalische Abteilung. In dieser Werkstatt werden alle samischen Silbersachen selber hergestellt. Meinen Platz für die Nacht finde ich übrigens da drüben bei der schönen Holzkirche. Von hier sind es noch gut 40 Kilometer bis zur finnischen Grenze. Und von den Rentieren, vor denen hier gewarnt wird, habe ich seit dem Nordkap noch kein einziges gesehen. Dafür gibt es immer wieder solche Gatter, in denen die Rentiere im Frühling und im Herbst gesammelt und dann ausgeschieden werden. Bis zur Grenze sind es jetzt nur noch ein paar Kilometer und ich werde jetzt langsam ein bisschen nervös, denn mit dem Schweizer Pass kommt man wegen der aktuellen Pandemiebestimmungen nicht nach Finnland rein. Aber ich habe ja noch einen deutschen Pass und damit sollte es eigentlich gehen. Aber an der Grenze ist gar keiner, also fahre ich rein und hallo Finnland! Kurz nach der Grenze gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Rentierprodukte zu kaufen. Lecker! Seit ich das Nordkap verlassen habe, hat sich die Landschaft übrigens kaum verändert. Seit Tagen fahre ich durch eine Tundra-Vegetation aus Gräsern, Moosen, Büschen und Sümpfen. Auch in Finnland sehe ich keine Rentiere, obwohl ich einige kleinere Wanderungen mache, um sie zu finden. Was mir aber auffällt, sind die Tracks links und rechts neben der Straße für die ATVs im Sommer und die Snowscooters im Winter. Nee, diese schöne ATV-Piste, die fahre ich jetzt nicht, obwohl sie echt nett aussieht. Aber hier ist mein Platz für die Nacht auf einem Sandstrand bei einem See. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt ein 4x4 habe. Der Spot befindet sich neben einem Motocross-Gelände und so denke ich, ich könnte mal eine Runde drehen, aber ich merke relativ schnell, dass die Sprunghügel eben für Lastwagen nicht geeignet sind, jedenfalls nicht für unseren. Und so muss ich aufgeben, es gibt leider keinen Platz auf dem Podest. Die Landschaft ist nun wirklich schon seit Tagen unverändert. Und so komme ich dann nach Muonio an der finnisch-schwedischen Grenze. Und da ist ein Ort, da muss ich hin, in das Schweizer Café. Und da gibt es tatsächlich alles, was das Herz begehrt. Schweizer Milchgetränke, Schweizer Karottenkuchen und Schweizer Nusstorte. Ja, und während ich hier so gemütlich entlang der finnisch-schwedischen Grenze südwärts fahre, sehe ich sie endlich, ganz viele Rentiere. Ja, und man trifft sie neben der Straße, wie hier auf den Bildern.
oder man trifft sie eben auf der Straße und dann muss man besonders aufpassen, wenn man an denen vorbeifährt, weil die urplötzlich ihre Richtung ändern können. Natürlich findet man Rentiere auch auf Waldwegen, wie hier. Ja, und diesem Rentier, dem folge ich jetzt und warte mal, was passiert. Ja, und nach ein paar Minuten Warten kommen die Kollegen und es ist echt wunderschön, das zu beobachten. In Kolari geht es über die Grenze und diese Grenze wird kontrolliert, wenn man von Schweden kommt, gemäß den aktuellen Pandemiebestimmungen von Finnland. Aber da ich ja nach Schweden will, ist das kein Problem. Ja, hallo Schweden, hier bin ich wieder. In Pajala am Fluss Torneälv finde ich diesen schönen Platz für die Nacht direkt neben der Brücke und den Fluss kennt man ja für seinen Lachsreichtum. Kurze Zeit später kommen noch zwei Fischer dazu, ja, und der eine holt mal ganz schnell so einen 10 Kilo Lachs aus dem Fluss. Und nur ein paar Kilometer flussabwärts kann man sich übrigens diese schönen Stromschnellen anschauen, genannt Kengisforsen. Jetzt geht's bis Gällivare und das bedeutet 150 Kilometer Fahrt durch die Tundra. Also nichts anderes außer Wald. Ja, das könnte auf Dauer langweilig sein, aber es gibt doch zur Abwechslung immerhin diese eine Baustelle. Und dann, was noch viel, viel schöner ist, dieses Prachtexemplar eines Rentiers. Gällivare kennt man als Minenstadt, also dort wird in großem Maß Eisenerz abgebaut. Aber ich bleibe dort nur für eine Nacht und stocke meine Vorräte auf, denn wirklich schön ist die Stadt nicht. Von Gällivare aus sind es bis zur Einfahrt in den Laponia Nationalpark noch gut 50 Kilometer. Das ist also der Laponia Nationalpark, die größte Wildnis in Europa und auch UNESCO-Welterbe und gehört auch zu den vier Welterbegebieten, in denen noch indigene Völker leben. Ja, der Laponia Nationalpark besteht ja aus mehreren Parks und ich konzentriere mich aber auf den Stora Sjöfallet Park. Ja, und dorthin führt eine 150 Kilometer lange Straße bis zu einer Sackgasse und die werde ich ganz bis zum Ende durchfahren.
Ja, der erste Eindruck nach den ersten 30 Kilometern, die Landschaft sieht immer noch gleich aus, seit Tagen eigentlich. Und entlang dieser Parkstraße gibt es nur ganz wenig Übernachtungsmöglichkeiten, wenn man nicht gerade in der Parkbucht direkt neben der Straße schlafen möchte. Ja, und das hier ist noch einer der netteren Plätze und so stehe ich hier am See, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Und diesen Platz teile ich mir mit Tausenden von Moskitos. Hey, das Wetter wird besser und das ist natürlich super, wenn man im Nationalpark dann auch die Berge sieht, insbesondere die Königin von Lappland. Die Parkstraße geht entlang eines ganz langen Sees, allerdings sieht man den See nicht von der Straße aus, leider. Also der einzige Weg ist, man muss zu Fuß zum See. Nach rund 80 Kilometern gibt's dann doch mal den ersten freien Blick auf den See. Übrigens, der Stora Sjöfallet Nationalpark war der erste europäische Nationalpark überhaupt, gegründet im Jahr 1910. Trotz der Wolken kann man gut erkennen, wie massiv die Berge hier oben im Norden von Schweden sind. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht, denn ich kenne so hohe Berge in Skandinavien eigentlich nur aus Norwegen. Habe ich mich getäuscht. Und ganz da hinten am Horizont in Richtung norwegischer Grenze sieht das Wetter richtig gut aus. Das Visitor Center ist von außen wirklich schön anzuschauen und innen drin wird eine interessante Ausstellung über das Leben der Sami und über den Nationalpark geboten. Und dann gibt's noch diese schöne Reliefdarstellung, auf der man die Berge, die ja hier bis zu 2000 Meter hoch sind, gut erkennen kann. Auch die Umgebung des Visitor Centers ist richtig schön angelegt und lohnt einen Spaziergang. Von hier aus kann man übrigens den Stora Sjöfallet Wasserfall sehen, ganz da hinten auf der anderen Seite vom See, aber diese Wanderung, die hebe ich mir für morgen auf. Und hier beim Visitor Center kann man sich übrigens traditionelle Sami-Behausungen anschauen. Jetzt geht's an die restlichen 60 Kilometer auf der Parkstraße bis zum Ende der Welt, also zumindest in Schweden. Und jetzt beginnt eine absolut atemberaubende Panoramastraße durch den Nationalpark. Vorne kommt ein riesiger Staudamm und wenn man dann die Straße nebenher hochfährt, schaut man auf diesen gigantischen See. Ja, warum ich in den Nationalpark fahre, habe ich ja schon erwähnt, das ist die Königin von Lappland, der Berg Akka. Und dieser Berg wird von den Sami ganz besonders verehrt. Aber dafür ist es schon wichtig, dass man gutes Wetter hat und klare Sicht.
Das ist hier übrigens alles Rentierland, aber bis jetzt habe ich noch kein einziges Rentier im Nationalpark gesehen. Ihr kennt das sicher, es gibt so Strecken, da könnte man permanent die Kamera laufen lassen. Ja, und das hier, das wäre jetzt genau so eine Strecke. Im Laponia-Nationalpark gibt es aber nicht nur viele Rentiere, sondern auch Braunbären und die in Europa größte Population von Polarfüchsen. Ein paar Kilometer noch und dann bin ich in Rietzheim und dort endet dann diese 150 Kilometer lange Straße. Ja, Rietzheim ist eine kleine samische Siedlung, die vom Wandertourismus und von der Rentierzucht lebt. Da oben im Wald sieht man jetzt die Siedlung Rietzheim und der Ort selber ist wirklich sehr klein, aber ist eben auch ein Wegpunkt auf dem Kungsleden, der berühmten schwedischen Wanderroute. Ein netter Stellplatz befindet sich übrigens unten beim See, direkt neben der Helikopterstation. Und hier, am Ende der schwedischen Welt, sehe ich doch tatsächlich ein zweites schweizerisches Expeditionsfahrzeug, aber die Besitzer sind leider unterwegs. Ja, und es ist wirklich nicht zu fassen, es ist Ende August und diese Plagegeister, diese Moskitos sind immer noch da. Ja, und hier nochmal ein schöner Blick auf den Berg Akka, die Königin von Lappland, bevor dann gleich die Sonne spektakulär untergeht. Am nächsten Tag geht es die 60 Kilometer zurück zum Visitor Center, aber vor dem Visitor Center gibt es noch den schönen Wanderweg zum Wasserfall Storasjöfallets und den möchte ich auf jeden Fall noch machen. Von der Parkstraße aus sind es bis zum Wasserfall gut 1,5 Kilometer. Die Landschaft ist wirklich wunderschön und wie aus einer anderen Welt. Ja, und von hier aus kann man auch wieder gut das Visitor Center sehen, dort wo ich ja gestern gewesen bin. Das ist also der Wasserfall, der dem Nationalpark seinen Namen gegeben hat. Aber er hat heute nur noch den Bruchteil der Größe, die der Wasserfall vor dem Bau des Dammes gehabt hatte. Vom Visitor Center führt übrigens noch eine 6 Kilometer lange Straße zu einem weiteren Stausee in einem anderen Tal. Da fahre ich kurz hin, schaue mir das an und hier ist man nun wirklich am Ende der schwedischen Welt. Wieder zurück beim Visitor Center geht es nun darum, einen schönen Platz für die Nacht zu suchen und den finde ich nur ein paar Kilometer weiter im kleinen Hafen von Salto Luokta. Von hier fährt ein Schiff über den See zum Sarek Nationalpark, der ja auch Teil von Laponia ist. Ja, wenn ich alle Parks von Laponia sehen wollte, das wäre wohl eine eigene Reise wert und ich überlege ernsthaft im nächsten Jahr nochmal herzufahren im Spätherbst, wenn die Farben richtig schön rauskommen im Indian Summer.
Am nächsten Tag geht es die 80 Kilometer wieder zurück zum Parkeingang und die Regenwolken schaffen eine ganz eigene dramatische Stimmung. Wieder zurück auf der E45 südwärts möchte ich bereits im nächsten Dorf Porjus einen bekannten Kaufmannsladen besuchen. Und das ist er, der Laden von Björn Thunborg, aber leider ist er geschlossen. Hier gibt's nicht nur samische Souvenirs, sondern auch Rentierprodukte und andere Spezialitäten aus Lappland. Jetzt sind's noch 50 Kilometer bis nach Jokkmokk. Ja, und die gehen wieder mal, welche Überraschung, durch Wald. Manchmal hat man aber auch freien Blick auf die großen Wasserkraftanlagen, die das Wasser aus den Bergen für die Stromgewinnung nutzen. Hier zum Beispiel stehe ich auf einem Damm und auf der anderen Seite vom Damm kann man gut sehen, wie groß der Fluss wäre ohne den Damm. Die Inlandsbahn in Schwedisch-Lappland überquere ich übrigens einige Male, aber die wird heute größtenteils nur noch für touristische Zwecke eingesetzt. Jetzt geht's also nach Jokkmokk, das ist ja auch samisches Kerngebiet. Und natürlich mache ich auch einen Spaziergang durch diesen Ort und ich muss sagen, ich bin echt überrascht über die Schönheit der Gebäude. In Jokkmokk gibt es übrigens diese kleine Waldstrecke zu einem Aussichtspunkt. Die letzten Meter muss man zu Fuß gehen, aber dafür gibt es dann dieses grandiose Panorama über Jokkmokk und das gesamte Tal. Und natürlich ist es mal schön, jetzt über die Wälder drüber zu gucken und nicht mehr nur in ihn herumzufahren. Jetzt geht's aber zurück zum Benz, denn ich möchte ja noch die restlichen 13 Kilometer bis zum Polarkreis fahren. Hier bin ich also am Polarkreis und das ist ja der südlichste Breitengrad, von dem man die Mitternachtssonne zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende noch so gerade sehen kann. Ja, hier bin ich jetzt am Polarkreis, kurz hinter Jokkmokk. Nicht ganz so spektakulär wie auf der Hinfahrt auf der E6 in Norwegen. Da habt ihr ja vielleicht das Video zu den Lofoten gesehen, aber dafür ist das hier auch nicht so eine Touristenrennbahn. Ja, das war die Lapplandreise. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wie geht's jetzt weiter? Ich werde jetzt hier in Richtung Luleå fahren. Das liegt an der Ostküste von Schweden. Und ab da geht's eigentlich nur noch südwärts. Also wäre schön, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.